Ein gutes Märchen hat einfach alles. Eine entführte Prinzessin, ein Bösewicht, unerwartete Ereignisse und schließlich ein Happy End. Auch im E-Sport gab es schon so einige märchenhafte Momente, die wir noch in 30 Jahren unseren Kindern erzählen werden. Wenn Underdogs plötzlich anfangen, ihre Games zu gewinnen und sich eine regionale E-Sport-Liga nach jahrelanger Demütigung bei internationalen Events endlich gegen ihre ewigen Rivalen durchsetzen können, das sind die besten Zutaten für eine gute Nachtgeschichte. Viel Spaß mit den schönsten E-Sport-Märchen! Platz 10. Das erste Team auf unserer Liste sind die Taipei Assassins. Sie kamen ohne internationale Erfahrung in die League of Legends World Championship und viele haben daran gezweifelt, ob sich ihre regionale Dominanz auf die größte Bühne des Games übertragen würde. Die Taipei Assassins hatten es schwer, das aufstrebende Team Najin Whiteshield zu schlagen, bevor sie dann auch noch den Turnierfavoriten Moscow 5 besiegen und sich einen Platz im Finale sichern konnten. Das erste Match ging hin und her, aber am Ende konnten sie es nicht gewinnen. Aber danach haben die Taipei Assassins die nächsten drei Spiele gegen die koreanischen Superstars Zubu Frost gewonnen und wurden zum zweiten Weltmeister im League of Legends E-Sport. Platz 9. Das griechische Dota 2 Team Adfinem ging 2016 bestimmt nicht als Favorit in das Boston Major. Nachdem sie den EU-Qualifier nur knapp überstanden und sich durch die Gruppenphase gekämpft hatten, sah es so aus, als wäre ihre Zeit beim Turnier nur von kurzer Dauer. Aber niemand hatte damit gerechnet, was als nächstes kommen würde, als sich die Griechen mit starken Wins gegen Newbie, LGD Forever Young und Digital Chaos einen Platz in den Playoffs sichern konnten. Obwohl sie im Finale gegen OG gescheitert sind, ist Adfinems Run trotzdem als eins der schönsten Dota 2 Märchen in die Geschichte eingegangen. Platz 8. Die Evolution Championship Series, kurz EVO, ist die Gelegenheit für legendäre Fighting-Game-Spieler, ihren Status zu festigen und für neue Spieler sich einen Namen zu machen. Hier kommt Luffys historischer Lauf bei der EVO 2014 ins Spiel. Luffy wurde zu Beginn des Street Fighter 4 Turniers ins Loser Bracket gekickt, aber diese zweite Chance ließ er sich definitiv nicht entgehen. In seinem unglaublichen Run durch das Loser Bracket auf dem Weg zum großen Finale hat er die Szenegrößen Tokido, Momochi und Fudo ausgeschaltet. In zwei unglaublichen Sätzen hat es Luffy geschafft, mit einem Charakter zu gewinnen, von dem viele geglaubt haben, dass er nicht stark genug ist. Nach 11 anstrengenden Runden im Losers Bracket hat er es geschafft, den ersten EVO Street Fighter Win für Europa zu sichern. Platz 7. Vom Kampf gegen den Abstieg bis zum Showdown gegen die Besten der Welt hat Cloud9 schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Wir erzählen euch die Geschichte davon, wie sie sich in einem unglaublichen Fight einen Platz bei den League of Legends Worlds 2015 verdient haben. Als Incarnation, der mittlerweile als Jensen bekannt ist, während des Summersplits zum neuen Midlaner des Teams wurde, hat sich Cloud9 schwer getan und konnte den Abstieg nur knapp verhindern. Aber dank ihres zweiten Platzes im Springsplit hatten sie immer noch eine Chance, es als Viertplatzierte in den Regional Qualifiers für NA zu den Worlds zu schaffen. Da hat Cloud9 schließlich gezeigt, was in ihnen schlummert und mit einem Reverse Sweep gegen Gravity, gefolgt von einem weiteren Reverse Sweep gegen Team Impulse, sowie einem dominanten Sieg gegen Team Liquid, die Szene zu schockieren. Damit hat sich Cloud9 zum dritten Mal in Folge für die Worlds qualifiziert und die Hoffnungen von Nordamerika am Leben erhalten. Platz 6. Auf dem 6. Platz haben wir das Märchen von StarCraft-Spieler Björn, der 2016 eine wahnsinnige GLS-Season hatte. Nach dem Qualifier für Code S war Björn einer von nur 3 teamlosen Spielern im Turnier. Er hatte einen starken Start in der Gruppe und konnte sich für das Achtelfinale qualifizieren, nachdem er zuerst Losira und später SOS besiegen konnte. Damit hatte er seine Gruppe gewonnen und war unter den Top 8. Er hat sich weiter tapfer durchs Turnier gekämpft und musste im Finale nochmal gegen den Protoss-Spieler SOS ran. Nachdem er das erste Match verloren hatte, konnte Björn seinen Gegner in den nächsten 4 Matches auseinandernehmen und hat die StarCraft-Welt damit verblüfft. Er wurde zum ersten teamlosen Spieler, der eine große koreanische Liga gewinnen konnte. Platz 5. In League of Legends wurden Wildcard-Teams bei den Worlds von den großen Regionen meistens einfach beiseite gefegt. Aber bei dem nächsten Märchen wird dieses Bild auf den Kopf gestellt. Albus Nox Luna wurde bei den Worlds 2016 in eine Gruppe mit Europas G2, Nordamerikas CLG und Koreas ROX Tigers gezogen. Aber die Underdogs ließen sich von den Gegnern ihrer Gruppe nicht beirren und haben es geschafft, nicht nur CLG und G2, sondern auch das dominante koreanische Team zu bezwingen. Mit diesen Wins wurde Albus Nox Luna zum ersten Wildcard-Team
Team, das jemals die Gruppenphase der World Championship überstanden hat. Obwohl sie im Viertelfinale gegen H2K verloren haben, konnten sie trotzdem einen bleibenden Eindruck auf der größten Bühne im Game hinterlassen. Platz 4. 2018 war ein starkes Jahr für Cloud9, obwohl sie sich am Anfang noch schwer getan haben. Im SummerSplit hat Cloud9 mit seinem League-Roster experimentiert und 3 Starspieler gebencht. Zuerst sah es schlecht aus, aber in der Mitte des Splits konnte das Team endlich Erfolge feiern und hat es nach einem erfolgreichen Gauntlet-Run geschafft, sich für die Worlds zu qualifizieren. Aber Cloud9s Märchen ging erst bei den Worlds so richtig los. Nachdem sie es aus einer schwierigen Gruppe herausgeschafft hatten, konnte Cloud9 die Afrika Freaks im Viertelfinale mit 3:0 schlagen und war mitverantwortlich dafür, dass es zum ersten Mal, seit es koreanische Server gibt, kein koreanisches Team ins Finale der Weltmeisterschaft geschafft hat. Sie waren übrigens auch das erste NA-Team, das es seit Season 1 über das Viertelfinale hinaus geschafft hat. Platz 3. Wir müssen euch einfach noch ein schönes Cloud9-Märchen erzählen. Es ist das Counter-Strike-Team, das eine ganze Region mit einem Schlag stolz gemacht hat. Das nordamerikanische Team hat sich mit einer 3:0-Bilanz schnell den Weg zur neuen Legends-Stage gebahnt. Nachdem sie ihre ersten beiden Matches verloren hatten, sah es schon so aus, als ob es Cloud9 mal wieder nicht unter die Top 8 schaffen würde. Doch 3 unglaubliche Wins später hat es Cloud9 sogar in die neue Champion-Stage geschafft. Dort ging der märchenhafte Run noch weiter und Nordamerikas letzte Hoffnung und konnte erst G2, dann SK und schließlich auch das neu gegründete Superteam FaZe Clan besiegen. Damit konnte sich zum ersten Mal ein Team aus Nordamerika den Titel beim großen Major sichern. Platz 2. Für dieses besondere Märchen müssen wir eine kleine Zeitreise unternehmen und zu den Anfängen von StarCraft reisen. 2006 hatte der Spieler Xavier die Szene fest im Griff und hatte sich wegen seines Erfolgs sogar den Titel des Bonjour verdient, was nur den allerbesten StarCraft-Spielern vorbehalten ist. Aber in den MSL Finals 2007 gab es einen jungen Protoss-Spieler namens Biso, der die StarCraft-Welt in Staunen versetzen sollte. In einem Matchup, das Xavier einen Vorteil für seine Zerg-Rasse brachte, hat Biso das Undenkbare vollbracht. Biso konnte nicht nur gewinnen, sondern wurde mit 3:0 zum dominantesten Spieler des Games. Und seine unkonventionellen Strategien sollten die Art und Weise, wie die Leute Protoss vs. Zerg spielen, für immer revolutionieren. So hat er sich übrigens auch seinen Spitznamen Revolutionist verdient. Platz 1. Das International ist der absolute Höhepunkt von Dota 2 eSport. Deshalb gibt es zum Abschluss noch eins der schönsten europäischen Dota 2 Märchen. Es ist die Geschichte des Teams, das allen Widrigkeiten trotzen und die Dota 2 Welt in Staunen versetzen konnte. OG. Kurz vor dem Turnier hatte das Team 2 seiner besten Spieler verloren und musste schnell Ersatz für sie finden. OG hat es dann sogar geschafft, sich den einzigen Platz beim europäischen Qualifier für das TI zu sichern. Trotzdem haben viele gedacht, dass das der einzige Lichtblick für die bunt zusammengewürfelte Truppe sein würde, aber damit lagen sie falsch. In einer Gruppe voller Turnierfavoriten ist es OG gelungen, sich ins Upper Bracket zu sneaken. Von dort aus hat es OG mit seiner schieren Entschlossenheit und Willenskraft geschafft, sich durch eine Reihe von Turnierfavoriten bis ins große Finale zu kämpfen. Und dort kam dann auch das Happy End. Im nächsten Jahr konnten sie das International dann nochmal gewinnen. Das waren die schönsten Märchen im E-Sport, in denen sich die Spieler und Teams gegen die Erwartungen behaupten konnten und allen bewiesen haben, dass sie ihren Platz in der E-Sport-Welt verdient haben. Falls wir ein besonderes schönes Märchen vergessen haben, schreibt's in die Kommentare. Wir freuen uns über ein Like und lasst uns gern ein Abo da. Bis nächste Woche!